So, und damit herzlich willkommen zum ersten Horror Sunday. Warum Stranded Deep ein Horror-Game ist, fragt ihr dich gerade? Ja, weil es eine Horror-Situation ist. Wir drücken jetzt Start-Game und wir überschreiben. Ich habe eben nur Scheiße gemacht gerade eben. So, und wir laden die Sequenz, die Intro-Sequenz. 88%. Ist ein bisschen laut. Ja, wir sind jetzt mitten im Flieger. Mach mal Licht aus hier. Okay. Ja, an was arbeiten wir gerade so? An gar nichts. Ja, wir sind Raucher. Na, okay. Gut. Wir sollen ja zum Trolley und unseren Cocktail machen. So. Cocktail. Hol ich den Leiter raus. Erstmal schlüppen. So. Oh. Cocktail? Gut. Haben wir noch irgendwas drin? Na, so Bullshit. Ich geh mich wieder hinsetzen. It's going to be a long flight. Ja. Wo wir auch immer hinfliegen, wahrscheinlich nach Amerika. Wir sind Geschäftsmann. Wahrscheinlich. Wir sehen's ja. Und auf mal bebt die Erde. Wir haben leichte Turbulenz, nur leichte, also nur ein kleiner Sturm. Was ist da los? Wir haben nur leichte Turbulenzen. Alles super, alles super. Sieg, das Loch da. Ah, kein Problem. Wir sind Flugmeister. Wir sind gute Piloten. Ja, die guten Piloten bringen die Sicht ist irgendwie gerade tot. Wir sind tot. Toll. Nein. Boah, Digga, was habt ihr denn gemacht? Boah. Okay, Leute. Jungs, nee, ich glaube, die sind tot. Ich gehe hier raus. Ich muss zum Lift Ref. Oh nein, 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 oh Gott. Na gut. Mit einem Schub nach vorne. Oh. Alter, was eine Nacht. Ja, Paddel nehmen. Und erstmal hinschwimmen. Ja, Stranded Deep ist ein tief gestrandet, heißt es auf Deutsch. Oder ist die deutsche Übersetzung, wortwörtliche Übersetzung. Wir sind gestrandet! Eine Horrorsequenz. Wir sind mitten irgendwo. Oh, geil. Und müssen jetzt überleben. Ein Survival Game. Oh, geil. Geile Yucca-Palme. So, ich habe ja schon ein bisschen gespielt. Ich habe auch ein paar Let's Plays gesehen, blablablub. Ich weiß ungefähr, wie ich das machen muss. Lül, wie geil. Was für ein scheiß Luck kann man in seinem dummen Leben haben? Bandagen. Flashlight. Bucket. Fuel Tank. Scheiße, was für ein... Halt mal die Scheiße. Wie viel Scheißlack muss man in deinem Leben haben? Bitte? Bitte? Das ist, da sowas auf einer Startinsel zu haben, ist, Lack. Da oben ist noch eine Hardcase. Mit was drinne? Klamotten! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wie viel Lack wir haben! Geil! Okay, gibt's jetzt ein paar Folgen von. So lange, bis ich draufgehe. Und das dauert nicht lange. Weil dieses Spiel ist recht survivalig. Geil. Bitte, wir haben Bandagen, Medical. Geil. So, warte, wir müssen das lassen. Also mit F können wir hier unsere Uhr angucken. Die Uhr ist das Beste. Wir haben 26 Grad Celsius. Das ist scheiße warm. Es ist 8 Uhr. 50, 51, diese Zeit geht in Sekunden schneller rum. So. Und wir sind irgendwo im Nirgendwo. Wir haben keine Ahnung, wo wir sind. Kann ich die eigentlich auch... Nein. Aber da sind natürlich eigentlich im Inventar. So. Ja, wir können... Ich habe es immer so gemacht. Immer wenn ich gespielt habe, bin ich mit dem Bötchen. Wo ist unser Boot eigentlich? Ich glaube auf der anderen Seite. Da. Bin ich immer gleich zu den nächsten Inseln. Ich habe hier immer abgegrast, aber da wir hier so einen geilen Start haben, fangen wir jetzt erstmal hier so ein bisschen an. Bisschen chilliger rummachen. Erst am Anfang.
So, wir werden am Anfang unser ein kleines Messerchen brauchen und da werde ich die Jukka-Palme. Jukka-Palme ist sowas, ja, kriegen wir Leinen raus, Lashings. Die brauchen wir. So, dann werden wir, ich habe das Rezept nicht mehr ganz im Kopf, aber eine Crude Eggs machen. Ja, ich tue jetzt und so, ich, klar habe ich das Rezept im Kopf. Und jetzt werden wir uns erstmal was zu snacken holen. Ja, da seht ihr, wir bauen erstmal schönes. Komm rüber. So. Erstmal gleich rüber gesnackelt. So. Dich brauche ich. Wo habt ihr denn die anderen hingeschmissen? Mädels? Wo habt ihr die anderen hingeschmissen? Hier sind Steinchen. Hier sind Krabben. Gibt es auch einen Trick bei mit den Krabben? Ist hier noch eine Hardcase? Nö. Aber es ist perfekt. Ja, die Insel ist ja. Die Insel ist ja perfekt am Anfang. Okay. Die ist ja richtig gut. Hat ein bisschen Platz, hat ein bisschen komisches Land. Und ja, das hier. Bitte, wie geil ist denn das? Wie geil ist denn das? Aber die Leiter funktioniert nicht ganz, so wie ich glaube. Egal. Das ist, glaube ich, so der Anfang, den ich noch nie hatte. Also so flawless. So. Erstmal alles hinlegen hier. So, erstmal hier die Insel mal ganz kurz abgrasen, weil eigentlich würde ich das ganz gerne alles behalten. Die Insel ist zwar schön, aber ich glaube, ich ziehe doch um. Ein paar Inseln gucken. Ich kenne noch einen kleinen Trick, einen kleinen Bug, den habe ich auch irgendwo gesehen. Ich glaube, bei irgendeinem Let's Player. Weil das Spiel ist doch schon... Lol, wie viel Glück haben wir denn bitte? Potato. Potato, 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 Potate. Bukake? So. Erstmal alles so ein bisschen aufeinander schmeißen. Ja gut, wir haben aber dafür recht viel Anlag mit. Okay. Recht viel Anlag damit hier. Mit der Insel, also so, also wir haben Glück im Unglück, beziehungsweise sehr viel Unglück im Glück. Also ich weiß es nicht. Ja, ihr wisst, was ich meine. So. Erstmal die Axt rausholen, dann gibt es hier einen kleinen Trick. Wenn man die hier fällen tut, gibt es da so einen kleinen Trick. Den habe ich vorhin hab ich mal rausgefunden. Weil wenn man kann von unten nach oben abschlagen, ja. Aber... Es gibt einen anderen Trick, um zwei Loks automatisch zu haben. Die brauchen wir. Im Moment können wir das zu nichts machen. So, Lok, Lok, Lok. So, jetzt haben wir, müssen wir sonst immer einzeln nach oben arbeiten. Jetzt haben wir alle drei gleichzeitig hintereinander gemacht. So, den habe ich vorhin herausgefunden. So. Ich hatte doch hier noch irgendwo eine Jukka-Palme, die ein bisschen geil aussah. Da ist die Jukka-Palme, die ein bisschen geil aussah. Aber wir hatten ja noch, wir haben drei Stück. So, wie sieht's mit unserem Essen aus? Ui, wir haben uns gleich geschnitten, seht ihr das? Könnten wir uns eigentlich bandagieren, aber das brauche ich noch gar nicht. Hier war die Potato. Ich würde auch gerne auf die nächste Insel. Dazu lege ich mir später ein paar Hinweise. Hallo! Da ist nix. Okay, ja, diese Schnitte und, die, kommen mit der Zeit. Und wir arbeiten. So, dann werden wir, was haben wir denn jetzt? Durst, ne? Durst. Ja, brauchen wir aber, haben wir noch genug? Brauchen wir noch nicht. So. Ja, jetzt kommt die schöne Holzfällerei. Am Anfang ist es recht chillig, ruhig. Du hast keine Sorgen am Anfang. Am Anfang. So, wenn wir das hier machen, dann kriegen wir was anderes raus als Holzstückchen. Sticks bekommen wir ganz normal aus Blinks, aber hier kriegen wir Palm Phones. Die brauchen wir auch noch für ein Bett.
So. Wir haben nicht genug Steine, ne? Scheiße. So. Ich sortiere das jetzt mal eben ganz kurz. So. Hier kommen die ganzen Lashings hin. Hier kommen die ganzen Sticks hin. Die liegen immer alle, wenn du die Holzfällen tust, liegen die alle perfekt aufeinander. Als wäre es so gewollt. Und die Steine packen wir hier rein vor. So. Das lassen wir alles da so liegen. Das sieht ein bisschen scheiße aus, aber es erfüllt seinen Zweck. Ich habe gerade gedacht, was ist das? So, da muss ich mal ganz kurz in den Optionen mal ganz kurz was einstellen. Wo war denn das? Du konntest 30 Framerates. Da, Frames. So, jetzt habe ich genau das gleiche Bild wie ihr. Eben hatte ich das nämlich irgendwie komischerweise anders. So. Was zum... Okay. Okay. Also früher Alpha-Status. Also da darf noch alles schön buggy sein. Da darf alles noch komisch sein. Das ist alles verziehen. Spiel das recht geil. Ich find's richtig geil. So, hier. So. Ist noch nichts mehr dran? Okay. Weil, ich weiß nicht, ob die nachwachsen. Ich hoffe es mal. So, dann holen wir uns erstmal was zu futtern. So, und Drinkable. Tinkerbell ist fast das gleiche wie Tinkerbell, nur Drinkable. Ja, man sollte auch treffen können. Ich mache das immer so, dass ich mich hinsetze dabei. So, gucken wir mal auf die Uhr. Ja, komm. Habe ich mich gerade verguckt? Das ist Nahrung, ich Idiot. Naja, da muss er wenigstens gleich noch ordentlich auf Toilette gehen. Die Nahrung habe ich noch im Inventar, ne? Ich habe noch Potatoes. Gut. Beiß mal rein da. So, die Yucca-Palme wächst nach, das weiß ich. So, dann machen wir als nächstes. Ja, ganz einfach. So, jetzt kommt hier der Survival-Guide, ne? Hier kommt jetzt der perfekte Survival-Guide. So wie man machen würde, also wie ich es definitiv machen würde. Hier ist noch die Yucca-Palme, die so komisch aussieht. Das ist die. Ah, I see. So, einmal zu weit. Nein, hier vorne. Nein, da, Lashings. So. So, wir suchen jetzt erstmal Nahrung. Wir holen uns erstmal alles Mögliche. So, ich weiß gar nicht, ob das hier mit dem geht. Ne? Ja. Rockshard. Da gibt es ein bisschen, kannst du Gitarre spielen mit. Dili-lili. Ja, den brauchen wir jetzt. Plus ein Stick. Plus ein Lashing war das? War das ein Lashing oder ein Dings? Crude Knife. Das war es also nicht. Dann lege ich nochmal ein Lashing dazu. Crude Knife. Ein Stick doch dazu? Crude Spear. So, jetzt können wir ein Speer machen. Ein Spear. So, jetzt haben wir ein Spear. Damit können wir jetzt töten gehen. So Eingeborene oder andere Kinders. Die Nachbarskinders können wir jetzt töten gehen. Wenn wir jetzt nämlich unter Wasser gehen. Ja, der Vorführeffekt. Okay, der Vorführeffekt. Ah ja, hier gibt's auch Haie, die können uns töten. Hier, das zum Beispiel. Bam! Ich bin ja der beste Jäger der Welt, Mann. Nee, nein! Nein, oh Mann. Also, mich dürfte nicht, fischen gehen. Also, das geht gar nicht.
Diese Gewässer sind alle tot. Die Haie haben alle weggefuckt. Danke. So, das können wir erstmal hier. Wie geil. Spießt du den einfach auf? Geil. Hab ich noch gar nicht gewusst oder gesehen. Darum, dass du so mit dem Speer alles so jagen kannst. Jorgen, ne? So, den Lashing packe ich hier wieder rüber. So, jetzt haben wir eine Krabbe und einen Fisch. Ein Fischi, Fisch, Fisch. So, wir können natürlich, wir können vier Sachen von einer Sache tragen. So, ich packe jetzt hier erstmal, die Waffen packe ich jetzt hier neben den, da. Genauso wie das Messer. So, ja, das finde ich doch nie wieder. Nein. Yeah, gleich zugehauen, Alter. Wie ein CSGO, Alter. Zack, zack, angeguckt und zugehauen. So. Es ist jetzt viel zu spät. Shit. Okay, dann brauchen wir jetzt Folgendes. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel. Haben wir Platz? 8. Ich muss nur aufpassen, weil sonst, dass ich die Aufnahme unterbreche. Zack. Die Rockshot zu den Steinen. Werde ich schon sehen. Ich weiß aber nicht, 4 oder 5 oder so. Crude Axe, Crude Spear, Crude Hammer, Crude Knife. Ist die Rockshard so nah dran? Ui. Okay. 4 Stück. Okay. Campfire. Ah, jetzt kommt das wieder. Nein, das wollte ich nicht. So. Also ein Campfire brauchen wir nicht. So. Ja, gut. Dann wird es für euch gleich dunkel. Für mich aber auch. Ich habe das Rezept gerade nicht in meinem Kopf. Ich glaube, ich brauche mehr als 4 Lashings. Vielleicht wären 4 auch ganz okay gewesen. Dokok LP. Bett. So. You can only sleep at night. Ja. Ja, Kollege, es ist dunkel. Ja, wir müssen jetzt mit warten, dann gucke ich nochmal auf die Uhr. Wir müssen was futtern. Wir können auch nicht sleep at night. 3, 4. Nein, nein. Hätte ich das Bett jetzt hingepackt. So, erstmal schlafen gehen. So. Okay. Nein. Nicht euer gottverdammter Ernst. Ich sehe gar nichts. I don't see anything. Aber erstmal muss ich hier gucken. Guck mal. Oh. Das ist nicht geil. Das ist ziemlich ungeil. Das heißt also, wir dürfen jetzt erstmal die Axt. Die Axt im Haus erspart den Zimmermann. Habe ich mich gerade erschrocken. So. Ich gehe da immer in die Hocke mal, weil dann kann ich nicht hochgehen. Glaube ich jedenfalls. Rüberziehen. Nein! Nein! Bleib hier! Bleib hier! Papa will dich futtern.
Das hört sich so wrong an. Egal. Ey, Yucca-Palme, wachs mal hoch. So, wir brauchen erstmal was zu essen, was zu trinken, weil sonst verrecken wir. Ja, wir verrecken hier. Das ist ein Survival-Game. Ich trinke einen Schluck. Den ganzen Tag noch am Aufnehmen hier. Ach Gott, den habe ich schon geerntet. Was du hier bei mir? So. Der fünfte Inventarplatz. Wenn ich in der Hand nehme. Nein, bleib hier. Mann, was ein Arschloch. So. So. Drinkable. 5, 4, 4. So. Nein, danke. Zum Glück haben wir die ganzen Scheiße hier stehen. So. Es ist aber ein schönes Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Das sieht richtig schön aus. Hätte ich nicht so gedacht von dem Spiel. Als ich das erste Mal gesehen habe, gedacht, was ist das denn? Der Inselsimulator? Importiere Ware von A nach B oder so? Nein. Habe ich schon gedacht, aber ich habe nicht gedacht, dass das Spiel so geil ist. Und das in Alpha-Status. Also so, dass es mir wirklich... Nee. Schmeiß mal hin da. Dass es mir so richtig Fun macht. Also kein Scherz, es macht mir richtig Spaß, dieses Spiel zu zocken. So. Na, komm, 8 und dann... So. Ja, sieht auch wieder gesund aus. Sieht auch wieder gut aus. So. Das, ich weiß nicht, ob das unsere Hauptinsel werden soll. Die hat so ein bisschen Platz, aber die hat so viele große, dumme Bäume. Darum glaube ich, dass ich die nächste Insel ansteuern werde. Und zwar nämlich die hier vorne. Und zwar nehme ich genau so, wie sie jetzt ist. Das heißt, ich muss mein Brötchen erstmal holen. Oh, naja. Gut, ich leg dich mal ab. Ich leg dich mal ab. Ja, gut. Sollte so reichen. Hm, wie spät ist das jetzt? 8:36 Uhr. Oder. Ja, doch. Wir steuern die nächste Insel an. Du gut. Komm mit. Oh, komm mit. So. Komm mit. Ich nehme dich jetzt mit. Ein Bötchen. Mein Boot. Nicht dein Boot, mein Boot. Es ist so geil. Es ist so geil. Es steht einfach um uns drin. Wir haben außerdem keinen Schatten. Das sieht man gerade nicht. So. Und wir haben ja... What the... So. So. Wir haben ja gut gefrühstückt, ne? Wir haben ja richtig gut gefrühstückt, ne? Ja, sehen wir. Wir haben richtig gut gefrühstückt. Das heißt also, wir können jetzt einen Trick 17er machen. Das ist ein kleiner Bug, den habe ich gesehen. Habe ich Sticks mit? Ich habe keine Sticks mit. Bleib mal hier, Bötchen, bleib mal eben hier. Jede Insel hat am Anfang Sticks. Und wenn, dann habe ich eine Axt. Wir haben gut gefrühstückt, man sieht es. Wir sind richtig schnell, wir haben richtig gut gefrühstückt. Das machst du, so ein ausgewogenes Kokosfrühstück macht das aus dich. Dann wärst du Hulk. Und ich muss mal ganz kurz Audio, die Master-Lautstärke und die Dings-Lautstärke ein bisschen lauter schrauben.
Ja, okay, Frühstück hat doch nicht so geholfen. So, ich hoffe, das ist laut genug. Oder ich warte mal ganz kurz. Ich mach das mal eben lauter. So. Das ist dreimal, oder? Keine Ahnung, kann ich nicht hören. Was bricht das ab? Ja, da sieht man, unser Frühstück macht so, dass wir so richtig schön schnell paddeln. Also das, so ist es nun mal. Also so paddeln, würde ich auch paddeln, wenn ich gut gefrühstückt habe. Was haben wir eigentlich für ein Glück? Guck mal rechts, guck mal rechts. Ich guck jetzt mich nicht so rechts bei der Kamera, weil muss genau dahin zurück, wo unser Bötchen jetzt steht. So. Genau auf diese Insel. So, dann suchen wir mal eben ganz kurz schnell. Stick, 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 Sticks. So, am Anfang ist es immer das, ist das hier immer perfekt. So zu machen. Also Steine brauche ich gleich drüben. Sticks brauche ich auch drüben. Aber die Insel ist genauso bescheiden, sage ich jetzt mal, wie unsere. Da ist unsere noch so, sogar noch ein kleines Geschenk. So. Ja, wird schon funktionieren. Ich fände das ja schon wieder. Sagte er und verschwand im Nirgendwo. So. Das Problem ist, Steine kannst du nicht aufs Boot packen. Ich will es jetzt einfach mal tryen, wie es mit den Lashings aussieht. So, ich packe die jetzt ins Boot. Da muss ich aber ganz sachte rüber schwimmen. Ich versuche es auch mal mit den Potatoes. Ja, das hat ja wunderbar funktioniert. Ich sammle noch ein bisschen was und versuche es immer rüber zu bringen. Weil ich habe von vielen gehört, das ist nicht. Es ist zwar eine gute Idee, weil man kann was rüberbringen, aber auch nicht alles. Weil du hast irgendwie. Kommst du da relativ leicht schwierig in Probleme. Ja, der Ingame-Sound ist jetzt besser. Definitiv. So. Und darum versuche ich jetzt einfach mal die Lashings und so da reinzupacken. Macht ja nichts. Lashings macht ja nichts. Und Potatoes macht ja auch nichts. Das wächst ja bei uns auf der Insel auch. Guck, seht ihr das? Die sind arschlamsam. So, das macht. Die Potatoes. So. So. Okay. Dann muss ich das anders machen. Dann muss ich da wirklich einzeln drüber fahren. Das heißt, ich sammle das jetzt hier alles am Strand und fahre drei, viermal rüber. Weil es ist sicherer. Ich finde es sicherer, anstatt jetzt hier, komplett, ja, alles zu verlieren, beziehungsweise das Boot immer untergeht. Muss auch noch, okay, mit Motor wäre das vielleicht möglich. Wir haben ja so ein paar Teile für Motorbike, haben wir schon. Also wie gesagt, ich schmeiß das jetzt hier alles hin und freue mich gleich des Lebens, wenn ich gleich nochmal zurück darf. Weil, wird lustig. Ich mache außerdem nur eine große Folge. Also außer ihr wollt wirklich definitiv mehr sehen davon bei mir auf dem Kanal. Aber sonst kommt immer sonntags. Entweder kommt eine Folge Stranded Deep, eine große Folge Stranded Deep oder irgendwas anderes. Also ich finde das immer nach wie ihr das findet, weil wir sind jetzt schon bei 30 Minuten. So. Wie sieht's mit Nahrung und Essen aus? Gut, geht noch. So. Okay, nochmal eben kurz die Steine und so abgrasen ganz kurz, weil dann geht's an Kokosnüsse, an Holz,
an Dings die ganze Zeit. Also da, wir werden jetzt auch ein bisschen auf der Insel bleiben. Ich hoffe, ich kriege das alles so in einer halben Stunde hin. Das ist immer das Problem, dass du in diesem Spiel Zeit ohne Ende verbringen kannst. Und auf Mal bist du. Pass auf, ich mache so. Wenn ich jetzt gerade noch ein bisschen was zu tun habe, dann mache ich auch länger. Macht ja nichts. Ihr freut euch vielleicht über eine größere Aufnahme. Pff, das kann dauern. Und ich freue mich einfach zum Zocken. So. Weil wir werden das in 30 Minuten nicht alles rüber geschafft haben. Und wir haben uns wieder verletzt. Weiß ich nicht, habe ich das Gefühl. So, weil guckt euch das mal an, was wir gleich alles hier haben werden. Wir werden das ganze Holz klein machen. Und. Das dauert definitiv seine Zeit. Und wer schreibt mich eigentlich die ganze Zeit in eine Bobs-App an? Das hilft mir auch nicht weiter. So, da. Einfach alles da raufschmeißen. Wird schon richtig sein. Ja gut, wir haben zwei Plätze. Unsere Axt geht Schrott. Jo, ey, guck mal, da ist noch ein Steinchen. Das ist ein Stick und ein Steinchen. Also, ich hätte jetzt gesagt, so bei einem Stick oder bei einem Steinchen hätte ich gesagt, okay, aber wenn da ein Stick und ein Steinchen ist, dann muss ich reagieren. Also das kann ich ja nicht auf mich setzen lassen. So. So, zack. So. Geilste Yucca-Palme der Welt. So. Kommen wir, klacken mal ab den Trunk da. Den Strunk-Trunk. Das könnte für euch gleich extrem dunkel werden. Oder ist das nur ein Wölkchen? Ja, wie? Bäh. Also wird es jetzt schon wieder Nachmittag. Das heißt also, die Nacht bricht bald heran und dann werden wir hier verbleiben. Ich hoffe, ich krieg das alles doch wieder hin auf die Kette, dass ich da hin muss. Aber ich hab's mir ja markiert, also so kann's nicht sein. Wenn ich genau drauf stehe, ist es genau drauf. Also sollte funktionieren. Funktionuckeln, wie andere sagen. Ich habe hier irgendeine dumme Tüte unterm Füßen. Hat sich was vom Tisch gerollt. Habe ich noch irgendwas Cleanes? Na gut. Habe ich hier noch ein Läschchen gelegt? Ja, willst du mich denn verarschen? Wo bist du? Ich wollte dich mit meiner Crude Axe. Das Geräusch, dieser Sound heißt nie was Gutes. Denn ein Hai ist in der Nähe. Und Haie sind deine natürlichen Lebensfeinde. Und natürlich ist er hier in der Nähe, wenn ich hier bin. Der mag mich halt. Das ist der kleine Hai. Das finde ich noch schade, dass man nicht zwei Bäume gleichzeitig abfällen kann. Aber okay. Haben wir ja. Muss ja halt sein. So. Depp. So. Tap. 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 Geht doch. Zack. So. Dann holen wir uns mal eben kurz was zu futtern. Das Beste ist, dass sie immer so hoch springt. So, haben wir noch eine zweite hier? Haben wir noch eine zweite hier? Haben wir nicht, oder? Na ja, komm. Schlürfen wir das mal eben. Ja, sieht schon mal, wir trinken besser aus. Zwei, drei, vier. FPS sind noch wunderbarchen auf 30. Ja, ich nehme immer noch auf 30 auf ein Problem. Weil ich finde 60 FPS. Ich könnte es machen jetzt mit OBS, aber. Ach so, hier ist, liegt die. Aber okay.
Okay. Ja, weiter geht's. Ja, muss jetzt hier erstmal wieder durchziehen hier. Aber pro trinken, ne? Ich trinke auch mal was. So. Ihr wisst ja, aus dem Palmkopf da kriegen wir ja nur Palmblätter. Die brauchen wir auch später noch. Ob da drüben im Boot eine Hardcase ist? Müsste man nachgucken. So, ich glaube, ich mache mir hier aber gleich ein Bett hin. Dann können wir hier mich gleich schlafen. Weil Lashing... Lashing haben wir ja. Es war so klar. So, weil dann können wir hier alles zwar, sieht zwar, ist jetzt alles auseinandergeplobbelt. Ich glaube, ich sortiere das auch. Und so. So. Potato. Den Rock. Den Rock, den lassen wir aber jetzt hier vorne. Zu den anderen Rocks. Da haben wir aber echt, echt gute Rocks, Alter. Da haben wir echt Rock'n'Roll, ey. So. Weil dann können wir gleich. Ich hole jetzt noch was zu futtern. Dass wir in der Nacht. Dass wir gleich nicht das Problem haben mit dem Dings. Du hast doch hier irgendwo. Da. Schnell eben in der Nähe des Bettes machen. Und dann werden wir wahrscheinlich gleich noch, wie sieht es denn aus damit? So. Gucken wir mal hin. Ja, man darf es ab und an nicht zu oft machen, schlafen, weil man braucht. Man braucht die Zeit. Nein, 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 nein. Zwei, drei, vier. Ihr wollt mich verarschen, oder? So, es ist immer noch nicht gut. Gut ist immer voll. Voll ist immer gut. Shit. Ja, es wird jetzt gefährlich. So. Es regnet natürlich. Yay. Kommen wir wunderbar voran. Da drüben war unser Boot, ne? Ich. Problem ist, dann findest du wieder nichts wieder. Ne? Na klar. So. So. So, so, so. So, so, so. Ach so, ja, das ist das Problem, was ich noch doof finde, dass du immer wirklich jede einzelne nehmen musst. Und nicht dann irgendwie drei leere Kokosnüsse. Also ausgetrunkene Kokosnüsse. Könnte man machen. Aber Alpha-Status. Ja, also das muss man immer noch überdenken. Wir haben hier den Alpha-Status vom Spiel. Ja. So, erstmal hier. Wie sieht's aus? Ah, noch nicht ganz. So, jetzt sieht's besser aus. So, dann hier hin speisen. Gut. Dann werden wir das nächste abbauen.
Ja, ist eine sehr spannende erste Folge, sage ich jetzt mal. Also, wie gesagt, wenn ihr Interesse habt, dann mache ich das gerne öfters hier. Sowas wie Stranded Deep. Was ist ein Horror-Game? Es ist jetzt nicht gerade horrormäßig, dass du dich erschrecken tust, dass du Jumpscares hast oder sonstiges. Aber es ist doch schon ein bisschen Horror. Weil du hast dieses Szenario. Bist alleine, mitten in der irgendwo und bist eigentlich voll auf dich allein gestellt und musst überleben. Survival Horror. Survival Horror. Nein! Nein! Scheiße. Ich bräuchte jetzt mal ein Lashing. Haben wir hier noch ein Lashing? Ja. Reicht da einer? Ich weiß es nicht. Shoot Axe. Bob. So, erstmal eine Axt wieder machen. Und die Axt im Haus erspart den Zimmermann. Richtig. Gut aufgepasst. Freuen wir nächste Woche sonst im Jahr ab. Okay. Ja, perfekt. War ja auch sowieso halb kaputt. So, dann können wir nämlich schön alles auseinander friemeln. Dann gleich nochmal zurückfahren. Mit den Taschen voll. Dann lasse ich nämlich auch die Binden. Die Binden. Ja, genau. Ich lasse die Binden zu Hause. Mädels, lasst die Binden zu Hause. Ihr braucht sie. So. Das war außerdem kein Befehl. So. Alter, wie viel Holz, bitte. Können wir jetzt ein Campfire draus machen? Ja. So. Erstmal den Sultan hier ein bisschen was zufächern. Wo hatten wir denn die anderen hingelegt? Oder hatte ich. Ah, nee, die hatte ich alle verbraucht, ne? Für das Bett. Wieso habe ich das Paddel noch im Inventar? Das ist ein ganzer Inventarplatz. Ja, also, wir müssen ja sowieso warten, bis der Regen aufhört, weil ich finde die Insel definitiv. Gut, ich könnte. Ja, aber du verfährst dich im Nebel. Vergiss es. Vergiss es. Das klappt. Das wird nicht klappen. So, und auch die. Nein, 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 nein. Okay. So, und auch das Messer da rein. Also das. Wir haben jetzt ein bisschen. Wir brauchen jetzt ein bisschen mehr Platz darum. So, weil desto schneller können wir alle sammeln, bla bli blub, ihr kennt das Prozedere eigentlich. Also es macht Sinn. Das will ich damit sagen. Es macht doch Sinn, wenn ich jetzt sage, ich arbeite jetzt erstmal, habe ein leeres Inventar, kann mir Essen, Nahrung und so alles auf den Tasch legen und kann eben ganz schnell was reagieren. Apropos reagieren? Ja gut. Und kann halt auch von hinten an durcharbeiten. Ich werde nämlich die Insel jetzt abgrasen, komplett. Alles dahin legen. Die erste Ladung mitnehmen. Ich lasse die Bandagen, das Messer und auch. Ich lege das aber doch erst zurück. So. Das sieht so geil aus. Alles hier liegen. Ich lasse hier das komplett alles liegen. Dann, außer ich nehme auch mein Inventar jetzt zum Beispiel. Ich nehme jetzt die erste Runde nur Sticks mit. Wie waren wir denn im Inventar? Also ich nehme das den Leiter, ich lasse die Axt hier. Das ist gefährlich, aber ich lasse es liegen. Auf der anderen Insel habe ich das recht schnell gut gelöst, weil da ist es genau die Insel, die genau gegenüber von der Links ist. Ich muss mir das später mal aufschreiben. Ich muss mir das irgendwie mal markieren. Ich glaube, ich muss mir eine eigene. Ich glaube, man sollte hier sich eine eigene Karte zeichnen. Das könnte ja lustig werden. So. So, ach komm, hier, machen wir den hier. Ah, ich bin schon wieder drauf. So. Gut. Na komm mal, wir haben noch. Ich mache immer nur eine Stunde, keine eineinhalb, wie ich erst überlegt hatte, eben gerade noch. Aber eine Stunde sollte reichen. Wir haben hier jetzt drei Sachen, das heißt also, wir können das so durcharbeiten. Das heißt, wir haben dann zwei Loks und einen in der Mitte, den arbeiten wir komplett ab.
Und dann haben wir das recht schnell fertig. So, hier haben wir drüben schon Lok. Weißt du? Bescheid? Wir können es ja auch nicht sammeln, das ist das Dumme. Wir können auch keine Lok sammeln. Ich kann E drücken wie ein Behinderter. Mit E nimmt man E Interact. So, E ist irgendwie der Standard für Interact. Warum? Ja gut, weil es nah bei der W-Taste ist, wenn du mit WASD spielst. Weil damit kannst du gar nicht spielen. Macht natürlich Sinn. Das heißt, in der nächsten Folge werden wir das dann machen, dass wir komplett rüberschwimmen. Ja, weißt du, jetzt hört's auf, Alter. Um 11.23 Uhr hört der Regen auf. 25. Perfekt. Um 11:30 Uhr, Alter, kurz vor Mittag, hört hier das Regen auf, weißt du? Dann kommt natürlich Kundschaft. So. So, nein. Gut, haben wir das? Wo ist unser Boot eigentlich? Ich finde das nicht. Andere Seite, weiter. Hä? Ach, da. So. Wieso habe ich den nicht gefällt? Ich frage mich gerade, ob ich doof bin. Aber ich kenne die Antwort, glaube ich. Ja. Nein, Hüpfi. Ach Gott, ich habe es mir schon fast so gedacht. So, habe ich hier noch irgendwas drin liegen? Nein, 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 nein. Okay. Okay, dann. So. Ein Holzstapel. Den nächsten. So. Bab, babab, babab. Spiel ist recht geil. Es gibt auch später noch andere Sachen. Wir müssen auch noch irgendwann wahrscheinlich Antibiotika suchen und. Aber wir haben Bandagen und das ist extrem geil, dass wir die schon gefunden haben, gleich am Anfang. Antibiotika werden auch schon gewinnen, aber Bandagen ist auch gut. Und Kleidung haben wir. Das heißt, wir können auch Crude Bandage machen, also schlechtere Bandagen. Wenn wir uns mal was brechen sollten oder uns verletzen. Also wir könnten jetzt die Wunde da heilen. Also, wenn wir uns verletzen richtig hart, dann können wir uns verbinden. Ich glaube, wir müssen sogar mit Sticks sogar noch machen. Ich weiß es nicht. Ich muss mir das noch einmal belesen. Ich belese mich dann auch noch wahrscheinlich. Ich lasse mich da nicht herausfinden. Ich belese mich da. In dem Falle. Bei Crafting-Rezepten muss man sich belesen. Wie ich finde. So. Wie ich finde, ne? Also. Gut. Alter, das ist eine Armada von Sticks. Die werden wir echt gut brauchen. Bumm. Eine Explosion gehabt. So. Ja, wenn wir das denn hier gerodet haben, dann sieht das schon ein bisschen anders aus hier. Alles gleich. Ganz kurz gucken. Ja, gut. Essen haben wir noch. Sonst drücke ich jetzt einfach gleich noch auf die 4 oder die 5. Auf die 3. Bob! Flabob! Ja, wir haben ja noch genug Essen, aber so ist es ja nicht. So. Gut. Mein Gott, die Zeit wird immer knapper. Oh mein Gott! Ich habe gedacht, er bricht jetzt erst hinten weg. Mist. Ja, es ist ein bisschen lame, aber. LÖL! Der Trick klappt auch! Hätte man gedrückt? Also man hätte gedrückt? Na, warte. So, okay, warte. Es geht so. Man hätte gedrückt. Geht ins Menü. Lässt los. Drückt wieder. So. Ha! Wie geil! Ach, wie geil ist das denn?
Es ist. Okay, sorry, aber das sind Bugs. Wenn es im Spiel ist, darf ich es benutzen. Boom. Ende auf. Außerdem, so schnell habe ich noch niemals Holz gehackt. Was wir echte Männer tun. Holz hacken, Bären töten, Bären jagen, popeln. Was? Das letzte habe ich, glaube ich, nicht gesagt. Außerdem, wie geil ist das denn? Das ist geil. Das finde ich geil. Mann, renn einmal um die Insel. Läuft bei dir. Okay, das ist ein cooler... Der Bug ist cool. Also der Glitch, das ist cool. Ja, ich nutze Glitch aus, bla, 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 und jetzt bär mich und so, ich weiß. Aber das ist eine Alpha. Da darf man sowas. Außerdem sieht man das... Okay, dieser Glitch mit dem Menü, das ist irgendwie nicht ganz gut. Das passiert vielen RPG-Maker-Erstellern, Alter. Makern, Spielerersteller, die passiert das ab und an auch mal, dass die sowas machen. Und dann kannst du im Menü sich noch bewegen und kannst dadurch glitschen. Außerdem, es geht schneller, dass ich meine. Ich weiß. Ach, es klappt nicht. Also gedrückt halten, Menü drücken, loslassen. Und dann nochmal, also wieder aus dem Menü rausgehen und dann sieht das so aus. Wie geil. Ja, so hackt man aber eigentlich sowas aus. Guck mal, ihr müsst den Schatten angucken, wie das aussieht. Sorry, aber ey, es ist im Spiel drin. Außerdem, man soll sich nicht beschweren. Desto schneller schaffen wir das alles. Nein, dafür geht die Axt aber schnell kaputt. Nein, Jimmy. Ich glaube, ich mache mir auch mal zwei Äxte. Scheiße, wo ist das Messer? Nein, wow, gut. Ich mache mir, glaube ich, auch zwei oder drei Äxte. Wo sind denn hier jetzt die Yucca-Palmen? So, was war das für ein Geräusch? Ist meine Karte hier drin? Hört sich gerade jedenfalls so wie mein Kater an. Der am Schnurren ist, aber der würde dann wie ein Motor schnurren. Irgendwann mache ich mal ein Video mit meinem Kater. Also nicht nur, wenn ich eine Karte habe und auch wenn ich und meine Karte hier auch mit im Raum ist. So. Crudex. Habe ich irgendwas verkackt? Crudex. So. Crude Axt. So. Und die Lashings packe ich neben das Bett. So. Jetzt haben wir drei Äxte und jetzt geht's ab hier. Ich hab gehört, wir wollen Holzfäller spielen. Wir wollen Holzfäller spielen. Ich drück da jetzt nochmal drauf. Außerdem für euch, die das Spiel auch kennen, habt ihr einen neuen Glitch. Hallo, wie geil ist das denn? Sorry, aber den muss man einfach ausnutzen. Ich meine, hallo, du arbeitest so effizient dadurch. Bam, 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 bam. Guck mal, wie viel Holz wir in kurzer Zeit jetzt gefarmt haben gleich. So. So.
klappt einfach immer wieder. Ja, gut, ich lass es ja schon. Ja, komm, wir haben jetzt noch 5 Minuten, dann ist die Aufnahme beendet. Da, ich meine, da können wir auch mal eben. Blöd. Egal. Hast du aber auch so What the fuck Momente? Alter, dieses Holz, da werden wir so oft schwimmen müssen. Zum Glück gibt es noch kein Update. Mal ganz kurz, Update, ne? Wir haben kaum was zu futtern. So, ja komm, wir tryen es jetzt einfach mal. Ja, ich gehe sogar noch ins Bett für euch. Sogar, dass wir noch ein bisschen Tag haben. Und bisschen, wahrscheinlich regnet das jetzt wieder. Oder wir sind tot. Alter, das ist richtig bitter. Nahrung sieht schon besser aus, aber trinken müssen wir jetzt. Ich darf jetzt erstmal ein paar gucken, wo ich jetzt hier ein paar, naja, Kokosmartinis herkriege. Ja, okay, aber hier mache ich das. Ja, wirf halt eine Axt weg. Du bist halt gut. Nein, das brauchen wir das nicht. Bei so einer ganz normalen Kokosnuss wäre das ein bisschen blöd. Weil ich meine, die kann ja nichts dafür. Dass sie blöd ist. So. Ah, gut, Nahrung sieht schon ist runtergegangen. So. Ach komm, scheiß drauf. Beißen wir einfach mal rein in den Burger. Wenn man sich vorstellt, dass es ein Burger ist, dann schmeckt das doch gleich viel besser. Irgendwann passiert mir da noch ein Unglück mit. So. Aber das mit dem Holz ist echt geil, Alter. Das muss ich mir echt merken, Alter. Das ist richtig geil. Das ist ein geiler ja, kann man Exploit sagen? Ja, das kann es Exploit nennen. So ein bisschen. So ein Stück ist es ja auch ein Exploit. Schade, dass man diese Bäume nicht abfluppen kann. Weil man macht nur so, man hält es gedrückt, geht ins Menü, lässt die Taste los, drückt nochmal und hast diesen exzellenten Bug. Baum fällt, Baum. Guckt euch die Scheiße an, wie geil, Alter. Du haust halt doppelt so schnell zu. Ich muss nochmal, tut mir leid, ich feiere das gerade so richtig geil ab. Ich muss das gerade abfeiern. Ich finde das so Oberporner, weil so eine Effizienz, die man hinlegt. Bam, 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 bam. Guckt euch die Scheiße an, Alter, wie schnell wir einfach bitte sind dadurch. Ja, komm, wir haben jetzt noch 20 Sekunden, Mann. Das passt sogar. Einen ganzen Baum mitgenommen. Ja, es regnet.
habe noch nicht gesaved. Das tue ich aber jetzt. Und dann gehe ich nämlich out auf Aufnahme. Und lade das Video sogar noch hoch. Nein, es ist nicht Sonntag. Falls ihr es nicht wieder auf den letzten Drücker. Diesmal ist es voll. Junge, wie viel Scheiße wir haben. Wie viel Gejollt wir haben, bitte. Ja, geil. So, Leute, ich würde sagen, das war's von der allerersten Folge, die sonntags kommt. Vielleicht kommt öfters mal sonntags plus normalen Horror Sunday. Vielleicht. Und mal gucken. Ich würde sagen, das war's von meiner Seite. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis dann, haut rein und Cheerio.